Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwei Bemerkungen vorweg. Erstens, der Einzelhandel kann Corona und zweitens, die Lage ist zu ernst, als dass sie für persönliche Profilierung oder für parteipolitische Spielchen taugt. Liebe Kolleginnen der Freien Wähler, Sie haben heute hier und jetzt auch die Chance, Ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen. Ich erinnere am letzten Mittwoch, ca. 17 Uhr hier, da stand unser Antrag, den Einzel- und Fachhandel zu öffnen, um die Chancengerechtigkeit im Wettbewerb mit den Supermärkten im Non-Food-Bereich wiederherzustellen, zur Abstimmung. Sie haben diesen Antrag zusammen mit der CSU abgelehnt. Keine 24 Stunden später aber forderte Ihr wirtschaftspolitischer Sprecher im Namen der Fraktion in einer Pressemitteilung, und da zitiere ich: Einzelhandel öffnen, Gedankenstrich, jetzt, Ausrufezeichen. Diese Forderung war schon am Mittwoch letzter Woche richtig, sie war auch am Donnerstag richtig und sie ist hier und heute nach wie vor richtig und wichtig. Und ich sage Ihnen, wie wichtig. Die Staatsregierung greift mit ihrer Billigung und Unterstützung in den Wettbewerb ein, ohne den notwendigen wirtschaftspolitischen Kompass. Sie halten die Supermärkte und Discounter mit dem gesamten Non-Food-Sortiment für unverzichtbar und systemrelevant. Und sie konzentrieren damit dort Kundenströme vom Infektionsgeschehen her höchst problematisch, akzeptieren und bewirken durch ihre politischen Entscheidungen bei diesen Unternehmen zunehmende Marktanteile und natürlich zunehmende Gewinne. Und auf der anderen Seite schwächen sie den Einzel- und Fachhandel durch ihre Eingriffe in den Wettbewerb ganz massiv und unmittelbar. Und was genauso schlimm ist, auch längerfristig durch Substanzverlust und Marktverschiebungen. Und sie riskieren eine Verödung der Innenstädte. Zahllose Förderprogramme zur Belebung der Innenstädte und Ortskerne werden bei dieser Politik zur Makulatur. Sie sind es, die diese unsäglichen und inakzeptablen Wettbewerbsverzerrungen zu verantworten haben. 60.000 Betriebe, 330.000 Beschäftigte, 40.000 Auszubildende schauen auch auf den Ausgang der heutigen Beratungen und die weiteren Weichenstellungen. Wir alle bekennen uns in dieser Krise zur vorrangigen Aufgabe, Leben zu schützen, das Gesundheitssystem nicht zu überlassen. Aber unter dieser Zielsetzung müssen wir auch Antworten finden, wie wir mit Corona leben wollen. Corona ist ein gewaltiger Eingriff in Lebenschancen von Kindern und jungen Menschen und eben auch ein massiver Eingriff in die Existenz von Unternehmen, Mitarbeitern und ihren Familien. Es ist nach unserer festen Überzeugung ein Gebot der Gerechtigkeit, der Sozialstaatlichkeit, der Gleichheit und eines respektvollen und würdevollen Umgangs mit allen Akteuren, die Lasten möglichst gleichmäßig zu verteilen. Nicht mehr und nicht weniger steht hier auf dem Spiel. Und ich sage Ihnen, der Einzel- und Fachhandel ist gut vorbereitet, er kann Corona. Entscheiden Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte heute so, wie Sie es für richtig halten und wie Sie es auch schon öffentlich bekundet haben, und schicken Sie jetzt nicht einen Vertreter Ihrer Fraktion hier ans Pult, um zu erklären, dass Sie zwar wollen, aber nicht dürfen. Wenn nicht jetzt, wann dann wollen Sie Ihr Gewicht in die Waagschale der Koalition werfen? Es geht um Mittelstand, es geht um existenzielle Fragen vieler Menschen und es geht auch nicht zuletzt um Perspektiven für den ländlichen Raum. Ich bitte Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Muthmann. Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Franz Bergmüller.